Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Eugen Denisenko und wie du schon sehen kannst, sind wir im neuen Standort der Tralgo. Und das Konzept der nächsten paar Videos wird jetzt das sein, dass du mal natürlich einen Einblick in unser Leben, in unsere Arbeit hier in Dubai bekommst. Aber auch möchte ich mehrere Serien aufbauen, Challenges aufbauen, ja, wo es definitiv mal mehr um Praxis geht als jetzt die klassische Theorie, die wir in der Vergangenheit immer wieder behandelt haben. Und mit dieser Serie hier fangen wir an, denn das Fremdkapital ist schließlich so der erste Zugang zu den meisten angehenden Futures-Tradern. Und da erkläre ich jetzt erstmal in den ersten 25 Minuten, um welchen Partner handelt es sich, um welchen neuen Partner handelt es sich, was denn die Vergleiche oder wie der Vergleich zu den anderen Partnern ist. Ich hatte ja bereits in der Vergangenheit eine Fremdkapitalserie mit einem anderen Partner, den ich wahrscheinlich nicht hätte bewerben sollen aufgrund zahlreicher Faktoren, auf die ich dann später auch nochmal eingehe. Und ja, wie man im Endeffekt von Schritt für Schritt Anleitung sich mit dem Konto anmeldet, ja, wie man das Ganze technisch einrichtet und so weiter und so fort. Und danach geht es im Endeffekt im zweiten Part darum, mit welcher Herangehensweise wir dann dieses Konto hochtraden möchten. Und in unserer Analytics tracken wir dann auch den kompletten Prozess dieser Evaluation. Sprich, du siehst im Endeffekt in Echtzeit die P&L, du siehst die ganzen Trades und so weiter und so fort, sodass du auch einen Einblick hast, mit was für einer Herangehensweise ich denn das Evaluationskonto hochtrade. Und im zweiten Schritt nach dem Fremdkapital gehen wir mal das Thema des Eigenkapitals an, wo wir dann vielleicht mit einem 40.000, 50.000 Dollar Konto starten, was ja auch noch relativ überschaubar ist für die meisten angehenden Future Trader, und dieses dann vielleicht in Richtung 150.000, 250.000 gemeinsam aufbauen, ebenfalls mit einer klaren Auswertung, mit einer klaren Statistik, wo wir das in der Analytics auch wiederum tracken werden. Und danach das im Endeffekt immer weiter und weiter ausbauen. Genau, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem neuen Video und vor allem viel Erfolg, insofern du dann auch mit deiner Evaluation startest. Vergiss nicht, mit dem Code TRALGO10 erhältst du 10% bei deiner Evaluation. Bis gleich. So, wir machen auch schon direkt am Bildschirm weiter. Als allererstes sprechen wir mal darüber, wer denn überhaupt dieser neue Fremdkapitalpartner ist, was der konkrete Vorteil bei diesem Anbieter ist, natürlich auch, was ihn von den anderen unterscheidet und letzten Endes, wie man sich anmeldet, welche Regeln gibt es, wie man sein Konto zum Laufen bekommt, wie sieht das Ganze mit den Kosten aus, und dann nach der Registrierung geht es auch schon los ins Trading. In einer Stunde haben wir auch schon die Nachmittagssession und bis dahin wollen wir das Konto hier doch zum Laufen bekommen haben. Gut, als allererstes, wer ist denn überhaupt der neue Partner? Das Ganze das dreht sich jetzt um den Next Prop Trader. Ist ein relativ neuer Anbieter am Markt, der aber ja, allein schon durch seine Konditionen doch sehr, sehr interessant wurde. Und warum mache ich diese Serie jetzt hier noch einmal? Ich habe ja bereits bei Lelo eine Fremdkapitalserie machen dürfen, bloß leider mit dem falschen Partner, beziehungsweise ich habe da den falschen Partner beworben, einfach aufgrund dessen, dass ich jetzt auch über die Monate hinweg eine Menge Feedback sammeln durfte, mir selber mein eigenes Bild mit meinen Funded-Konten mir gemacht habe. Und muss definitiv sagen, dass es ein riesengroßer Fehler war, mich bei diesem Partner anzumelden, geschweige denn diesen überhaupt zu bewerben, weil Regeln wie zum Beispiel, dass du erst nach 3 Monaten vollumfänglich über dein Geld verfügen darfst, was du mit deinem Trading-Konto verdient hast, bis dahin waren das glaube ich 1750 Dollar, die du maximal dir auszahlen lassen kannst im Monat, einmal im Monat. Ja, Dinge auch, dass zum Beispiel Orders gesetzt wurden, die man so eigentlich gar nicht gesetzt hat. Ja, dass man auch plötzlich Slippage bekommen hat bei seinen Ausführungen und man sich das nicht wirklich erklären konnte, woher das kam. Also viele, ja, so ein bitterer Nebenbeigeschmack, den hatte man immer, als man da so ein bisschen gehandelt hat. Und halt die demotivierendste Sache einfach, dass man ganz genau weiß, man ist jetzt in so einem 3-Monats-Zeitfenster, 90 Tagen erst, kann ich mir
mal mehr Geld auszahlen lassen als 1750 Dollar. Und ansonsten darf ich auch so nur einmal im Monat mir mein Kapital auszahlen lassen, meine Gewinne auszahlen lassen. Ja, all das ist ein bisschen komisch, auch allein schon die Aktion, dass die irgendwie jeden Tag gefühlt 80-90%igen Rabatt einem gegeben haben. Das zeigt schon so ein bisschen, dass sie, glaube ich, mehr darauf aus waren, jetzt möglichst viel im Retail-Geschäft, also im Verkaufsgeschäft, eine Menge Geld reinzuholen und viel weniger den Fokus auf die Kapitalisierung des Traders gelegt haben. Genau. Jetzt aber zu diesem Anbieter. Was sind konkret die Vorteile auf den Punkt gebracht? 85%iger Profit-Split. Dieser Anbieter erinnert mich ganz, ganz stark an meinen Favoriten, das ist OneUpTrader, bei dem ich damals auch angefangen habe. Ich habe ja bereits gesagt, ich bin grundsätzlich nicht der größte Sympathisant, was Fremdkapitalanbieter angeht. Aber wenn man nicht die Möglichkeiten hat, jetzt mal direkt fünfstellig aufzubringen für sein Eigenkapital-Trading, dann ist das mit Abstand die einzige Möglichkeit, irgendwie loszulegen. Es ist halt nicht super einfach, da halt den Sprung zu schaffen, aber es ist halt ein Vehikel, worüber man in diesen Future-Handel reinkommen kann, so wie ich es damals auch gemacht habe. Und dieser Anbieter erinnert mich ganz, ganz stark an OneUpTrader, bei dem ich damals vor 6 Jahren oder 7 Jahren mittlerweile angefangen habe. Denn die Konditionen sind noch besser sogar. Wir haben hier einen 85%igen Profit-Split für den Trader, 15% behält die Firma für sich bei den Gewinnausschüttungen. Wir haben maximal bzw. Minimum 15 Trading-Tage, die man hier handeln muss. Ein Maximum gibt es nicht. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel loslegst und merkst nach einem Monat, ich packe es nicht, ich schaffe es nicht, die Prüfung zu bestehen, die Evaluation zu bestehen, ich brauche einfach noch ein paar mehr Tage, dann hast du durchaus die Möglichkeit, auch im zweiten, dritten, sechsten, zwölften Monat dran zu bleiben, beziehungsweise weiter in 12 Monaten das Ganze weiter zu betreiben. Also nach Maximum gibt es grundsätzlich nicht bei keinem der Fremdkapitalanbieter, aber ein Minimum. Das Minimum sind hier 15 Tage, in denen man so ein bisschen seine Konstanz unter Beweis stellen muss. Also man möchte jetzt nicht sagen, okay, oder grundsätzlich möchten die Fremdkapitalanbieter nicht sehen, dass man jetzt in 1 oder 2 Tagen das Ziel erreicht hat. Und dann war es das, dann wird man direkt kapitalisiert. Man möchte schon sehen, wie du über einen etwas längeren Zeitraum, in dem Fall 15 Tage, ist absolut überschaubar, innerhalb dieser 15 Tage immer noch positive Performance und positive Rendite erwirtschaften konntest. Das sind ja 3 Handelswochen im Endeffekt, in denen du dich unter Beweis stellen musst, mindestens nach oben hin, wie gesagt, gibt es kein Maximum. Und aber auch was die Kosten angeht, haben wir hier einen wesentlichen Vorteil, weil während wir bei OneUpTrader jetzt 650 Dollar für ein 250.000 Dollar Konto zahlen, zahlen wir hier 150 Dollar weniger, also gerade mal 499 Dollar. Also von den Kosten her ist der, glaube ich, auch unter dem Durchschnitt. Was aber mich absolut davon überzeugt hat, waren die Auszahlungen. Ja? Also das, was bei Lelo der größte Streitpunkt war, war hier der größte Vorteil. Also man hat hier sogenannte, ich weiß nicht, ob das hier irgendwo steht, ich glaube, das müsste hier irgendwo stehen, man hat hier sogenannte Rapid-Auszahlungen, na, das waren jetzt hier die Steps, man hat hier Rapid-Payouts, sodass man doch tatsächlich die Möglichkeit hat, also bei mir waren es ein paar Minuten, hier wird beschrieben, dass es maximal 24 Stunden geht, aber es geht in der Regel ein paar Minuten, innerhalb von ein paar Minuten nach der Auszahlung geht das Geld direkt ein. Also man hat hier im Endeffekt die Möglichkeit der Rapid-Auszahlung und hat das Kapital, was man sich auszahlen lässt, noch am selben Tag. So habe ich es bis jetzt getestet und kann es definitiv bestätigen, dass das absolut schnelle Auszahlungen sind. Man hat hier nicht so eine 3-monatige Probezeit, sondern man hat seine Prüfung. Die Prüfung besteht man innerhalb dieser 15 Tage oder mehr. Und wenn man seine Prüfung bestanden hat, dann wird man auch direkt für das Next PropTrader Pro Konto freigeschaltet, das ist das sogenannte Funded Konto. Und mit diesem Funded Konto geht es im Endeffekt direkt los. Und dann erwirtschaftet man erstmal einen Threshold, beziehungsweise über dem Threshold, das ist praktisch dieses Mindestsicherheitspuffer, was man erstmal bilden muss. Und alles darüber kann man sich sofort noch am selben Tag, nachdem man dieses Funded Konto bekommen hat, auszahlen lassen. Egal wie viel drauf ist, alles darüber, über diesem Threshold kann man sich auszahlen lassen. Ob es 10 oder 100.000 sind, da gibt es keine Limitierungen. Ja? Also das ist, was das angeht, ist da die Zuverlässigkeit bis jetzt am höchsten. Also bei OneUpTrader habe ich bis jetzt immer 2 bis 4 Tage gewartet. Ist auch noch vollkommen in Ordnung. Aber hier, wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden ist das Ganze
bearbeitet und durch, ja. Ansonsten, was gibt es hier sonst noch zu sagen? Keine Daily Loss Limits, keine Scaling Pläne, kein News Trading Verbot, also die meiste Freiheit, die man eigentlich haben kann. Ihr habt nur eine einzige Regel und das ist, haltet euch an den Trailing Drawdown, den mittlerweile auch alle Anbieter haben, so gut wie alle Anbieter haben. Und das war es eigentlich auch schon. Der Trailing Drawdown wird auf unrealisierte Gewinne nachgezogen bis zum Anfangskontostand. Also bei Lido ist es ja so, dass du sogar, selbst wenn du, sagen wir mal, jetzt mal $15.000 vorne bist, dann hört der bei einem $52.000 Konto und dann hört er nicht bei $52.000 auf, sondern geht sogar über die $52.000 drüber. Und hier ist es halt nicht der Fall. Hier beim Anfangskontostand ist das Ganze praktisch gesettet. Dann war es das, dann zieht er nicht weiter auf. Und das ist ja auch der Grund für diesen Threshold, warum sie diesen Threshold haben, weil auch bei dem Funded-Konto gibt es ja erstmal einen Trailing Drawdown, der die ganze Zeit angezogen wird. Und der zieht ja auch wieder bis zum Startkontostand an. Und dieser Threshold dient ja im Endeffekt nur dazu, dass ja dieser nicht auszahlbare Gewinn, den man erwirtschaftet, der dient ja nur dazu, dass man so ein gewisses Puffer hat. Weil wenn man sich diesen Threshold auszahlen würde, dann wäre man ja so nah an diesem Anfangskontostand dran, dass es vielleicht nur ein, zwei Ticks bräuchte, bis man dann rausfliegt. Ja? Deswegen hat man im Endeffekt diesen Threshold als so ein Sicherheitspuffer, praktisch das Puffer bis zu dem Punkt, wo man dann rausfliegt. Ja, das ist die einzige Regel. Ansonsten kann man hier frei traden, in Nachrichten traden, kein Overnight Trading, das ist klar, das geht hauptsächlich im Day Trading. Man hat hier auch die Möglichkeit, direkt mit maximaler Kontraktsize zu traden, wenn man möchte. Man muss nur noch sein Ziel erreichen. Keine Scaling-Pläne, kein News Trading-Verbot, nichts. Jetzt geht es erstmal darum, wie richtet man sich denn überhaupt ein Konto ein? Das ist ganz entspannt. Hier haben wir einen weiteren Vorteil, den ich jetzt auch wieder gemerkt habe. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal sagen, wir traden jetzt mal das, was nehmen wir, 150, 52, ich sage immer 52 ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht wirklich optimal, aber lass uns doch mal hier die 15.000 knacken, das ist eine kleine Challenge für uns, wir wollen 15.000 erwirtschaften, und sobald wir uns für ein Kontomodell entschieden haben, dann haben wir die Möglichkeit, entweder ein Abonnement abzuschließen, das ist das Klassische, was jeder andere Anbieter auch hat, oder man geht davon aus, okay, ich bin mir relativ sicher an dem, was ich tue, und ich glaube, mir reicht eigentlich ein Monat. Also es ist jetzt nicht so, dass man beim Abonnement an eine gewisse Laufzeit gekettet ist, ganz im Gegenteil. Man kann dieses Abonnement hier wählen, so wie bei OneUpTrader auch oder bei Lido auch, und kann es noch am selben Tag kündigen, und dann ist es praktisch nur diese eine Zahlung, die abgebucht wurde, und den nächsten Monat über wird halt nichts abgebucht, weil es halt gekündigt ist. Und also einen großen Unterschied gibt es halt eigentlich nicht, außer dass man halt irgendwann das Abonnement kündigen muss oder man halt bestellt, dann wird es automatisch gekündigt. Oder man sagt sich, pass auf, ich habe keine Kreditkarte, weil das geht aktuell nur mit Kreditkarte. Und vor allem, ich denke mal, ich werde es innerhalb dieses Monats schaffen. Da hat man auch die Möglichkeit, eine Sofortüberweisung zu machen. Ja? Also im Endeffekt per Online-Banking, weil viele haben das Problem, dass sie kein PayPal haben oder keine Kreditkarte haben. Und dann kann man das hier direkt über das Online-Banking abwickeln. Ich möchte mir die 15 Euro hier sparen, deswegen hole ich mir einfach nur das Abonnement und kündige es direkt. Deswegen mache ich das über Kreditkarte. Ich fülle jetzt einmal kurz alles aus und dann zeige ich euch, wie das dann aussieht, nachdem man hier sich registriert hat. So, nachdem man das Ganze abgeschlossen hat, die ganzen Daten ausgefüllt hat, bezahlt hat, kommt man auf die Bestätigungsseite. Dann sollte man 3 Mails bekommen. Die eine ist die Bestellbestätigung, die anderen zwei sind die, die uns interessieren. Zum einen haben wir hier unsere Login Credentials zum Dashboard. Da können wir mal auf den Button klicken und werden zum Dashboard geleitet. Und da kann man sich mit seinen Login-Daten dann einloggen. Hier sieht man dann seine ganze Performance. Da gehen wir jetzt einmal ganz kurz rein. So, das ist das Dashboard von Next PropTrader. Hier sieht man oben links bereits eine Account-Auswahl. Da kann man sein aktuelles, das ist das neue Konto, was wir hier gerade uns gebucht haben. Da sieht man den aktuellen Status. Wir haben aktuell noch nichts gehandelt, kein Profit. Hier sieht man dann die Übersicht über die Tage, die einem noch fehlen, hat noch einen Graphen, wie weit man denn vom Trailing Drawdown entfernt ist, wie weit man vom Profit-Target entfernt ist, und hat hier generell nochmal so eine kleine Performance-Kurve, ein paar Statistiken.
sollte man, was ich nicht hoffe, sollte man die Prüfung nicht bestehen durch einen Regelbruch, wie beispielsweise, dass man dann den Trailing Drawdown erwischt, kann man hierüber sein Konto resetten. Die Reset-Gebühr beläuft sich, glaube ich, auf $100, wie bei allen anderen auch. Und dann wird das Konto gelöscht und ein neues wird direkt generiert. Dauert nur ein, zwei Minuten, dann ist es auch direkt aktiviert. Ja, ansonsten, man kann auch, ein weiterer Vorteil, den wir hier haben, den man bei OneUpTrader leider nicht hat, das ist das, was mich bei OneUpTrader auch immer sehr gestört hat, war, man kann bei OneUpTrader leider nur einen einzigen Trading-Account machen. Also wenn man da jetzt sagt, ich möchte gerne ein zweites Evaluationskonto, ein zweites Funded-Konto haben, um darauf primär zu scalpen und auf dem anderen Konto dann meine normalen Intraday-Trades zu machen, dann geht das leider nicht. Man muss ja entweder zu einem anderen Anbieter. Hier hat man die Möglichkeit, so viele Konten, wie man nur möchte, zu erstellen. Einfach auf Add Trading Account und kann direkt hier über das Dashboard dann auch wieder sich extra Content dazu holen. Beim Punkt Payouts könnt ihr dann später, wenn ihr funded seid, eure Gewinne auszahlen lassen. Das ist wirklich alles automatisiert hier. Also da muss man nicht wie bei OneUpTrader dem Support eine E-Mail schreiben, dass man jetzt gerne eine Auszahlung in Höhe von haben möchte, sondern man geht einfach hier in dieses Panel rein, wählt sein Konto aus. Er wird mir jetzt hier anzeigen, dass das ein Evaluationskonto ist und man natürlich bei Evaluationskonten keine Gewinne auszahlen lassen kann. Aber sobald ihr dann hier mit dem Funded-Konto drin seid, könnt ihr direkt über das Dashboard eure Auszahlungen vollautomatisiert tätigen, könnt die Zahlungsmethode auswählen und dann geht es auch schon direkt los. Ja. So viel dazu, das ist das Dashboard. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel, außer ihr möchtet gerne den Support anschreiben. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, den Support anzuschreiben bei Problemen. Ihr habt auch die Möglichkeit, direkt auf einen Live-Chat zuzugreifen, der euch dann behilflich ist auf der Startseite von ExpropTrader. Und ansonsten kann es jetzt eigentlich auch schon direkt in die Aktivierung des Kontos gehen. Dazu gehen wir in die zweite E-Mail, die wir hier bekommen haben. Und dann sehen wir auch schon unser Username und unser Passwort. Ganz, ganz wichtig ist, und das ist ein Fehler, den die meisten immer wieder machen, bevor ihr euch mit eurer Trading-Plattform anmelden könnt, sagen wir Atas oder NinjaTrader oder worauf immer ihr auch tradet, Serachart, ist es sehr wichtig, dass man sein Konto hier erstmal aktiviert. Und dafür brauchen wir den sogenannten AirTrader. Ihr könnt hier einfach auf NextPropTrader im FAQ-Bereich, dann müsste hier irgendwo der Link sein, genau hier, Start here for Successful Connection, im Connection Guide. Da könnt ihr einfach den AirTrader herunterladen, indem ihr einfach nur auf diesen Button hier klickt, auf den AirTrader klickt und dann könnt ihr den AirTrader herunterladen. Was ihr dann machen müsst, ist den AirTrader einmal starten. Das ist der Rhythmic Trader Pro. Und dann muss man eigentlich sich nur noch einloggen mit seinen Daten, die man jetzt hier in dieser E-Mail hat. So, einmal oben und einmal unten für die Marktdaten. Passwort, Passwort. Ganz wichtig ist, Allow Plugins auf On, Market Data On. Ganz wichtig, das System ist Rhythmic Paper Trading. Chicago Area könnt ihr lassen oder je nachdem, könnt auch theoretisch Europa nehmen. Ich lasse jetzt einfach so, wie es ist. Klickt dann auf Login. Dann lädt das jetzt einmal kurz. Und jetzt kommt dieses Fenster hier raus und da ist eigentlich das Einzige, was gefragt ist, ob ihr die Dokumente bestätigt oder eben nicht. Da ist ganz wichtig, dass ihr im Endeffekt das, was ihr gelesen habt, verstanden habt. Einfach auf I agree, nachdem ihr das akzeptiert, was da drin steht. Und die Selbstzertifizierung, dass ihr entweder ein Professional oder ein Non-Professional seid. Ich in meinem Fall bin ein Non-Professional Trader. Deswegen gehe ich auf Non-Professional, bestätige das, dann einfach auf Close, sobald beides grün ist. Und das war auch schon das Einzige, was man hier tun musste. Jetzt kann man auch gleich den AirTrader theoretisch schließen. Ihr habt hier die Möglichkeit über den AirTrader, das ist ein relativ sinnvolles Feature, das ist auch warum die meisten dann den AirTrader eigentlich nutzen. Nebenbei im Trader Dashboard habt ihr hier euer Konto und ihr habt dann die Möglichkeit den Trailing Drawdown, das ist der hier, der Auto Liquidate Threshold Value, in Echtzeit zu beobachten. Also ihr seht in Echtzeit, welche Summe darf ich minimal haben auf dem Konto, bis ich rausfliege und mein Konto gesperrt wird. Das ist so der einzige Zweck eigentlich vom AirTrader. Die meisten traden eigentlich nicht hier drüber. Und dann können wir auch schon unsere Trading-Plattform und uns in der Trading-Plattform einloggen.
ins Kontrollzentrum, Feed-Source hinzufügen. Das Ganze ist ein Rhythmic-Konto. Jetzt nehmen wir die Daten aus unserer E-Mail. Benutzername, Passwort. Das System ist nach wie vor Paper Trading. Klicken auf Finish, Auto Connect, Connect. Und jetzt sollte die Verbindung auch gleich zustande gekommen sein. Und dann können wir eigentlich auch schon gleich loslegen mit dem Trading. In ein paar Minuten beginnt auch schon die Nachmittagssession. Da sehen wir jetzt schon unser 250.000 Dollar Evaluationskonto. Was wir jetzt noch machen, denn es wird jetzt ein Prozess, den ich gerne tracken möchte, also so transparent wie nur möglich. Wir tracken jetzt jeden einzelnen unserer Trades. Das Ganze werdet ihr natürlich über die P&L sehen, des Kontostandes, unseres Evaluationskontos. Aber ich möchte mir das Ganze auch gerne nochmal später in der Statistik auswerten lassen. Und dazu nehmen wir nochmal die Trigo Analytics dazu. Mit dem Tool werden wir jetzt auch nochmal nebenbei dann über die nächsten Tage das Konto tracken, Performance tracken und das Ganze später nochmal analysieren, die Statistik durchgehen. So, da fügen wir jetzt nochmal das neue Konto zu. Wichtig ist, die Bezeichnung möglichst genau angeben, damit das auch direkt alles automatisiert herausgezogen wird. So. Kontoart, das ist ein Fremdkapitalkonto und 250.000. Gut, da ist unser Konto. Da machen wir jetzt nochmal den Connector rein, damit das Ganze auch automatisiert rausgezogen wird. Okay, und dann würde ich sagen, legen wir gleich auch schon los mit dem Trading. Wie gesagt, ich werde auch die P&L laufen lassen. Ich werde ein bisschen was von meinem Alltag zeigen, beziehungsweise wie ich gerade so die Sicht auf die Märkte habe. Die Ideen natürlich auch, die ich dann so ein bisschen verfolge im Laufe des Trading-Tages. Genauestens auf die Setup werde ich natürlich nicht eingehen. Und dann würde ich sagen, können wir auch gleich schon direkt die erste Session mit dem neuen Konto hochtraden. Das Ziel sind 15.000 Dollar. Wir haben ein Risiko von 6.000 Dollar. Daher würde ich wie folgt traden. Ich werde das Ganze jetzt in den nächsten paar Teilen, bis wir bestanden haben, tracken, dokumentieren, auch vereinzelte Trades zeigen, immer die P&L laufen lassen. Ihr werdet das auch über die Trigo Analytics nachverfolgen können und werde auch so ein bisschen über meine Analysen sprechen, über meine Gedankengänge sprechen. Auf genaue Setups werde ich natürlich nicht eingehen, das lernt man bei uns in der Ausbildung. Und wichtig ist jetzt natürlich nochmal zu klären, mit was für einer Vorangehensweise möchten wir das Ganze dann angehen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt einmal klären, wie denn überhaupt oder was das überhaupt für ein Konto ist, jetzt mal banal gesagt. Und das möchte ich gerne einmal verdeutlichen. Also grundsätzlich geht es hier nicht um ein 250.000 Dollar Konto, sondern wir haben eigentlich nur 6.000 Dollar. Das bedeutet, wir müssen uns um genau diese 6.000 Dollar kümmern und diese 6.000 Dollar haben wir im Endeffekt frei. Also das ist im Endeffekt die Summe, die wir zur Verfügung haben. Es ist eigentlich ein 6.000 Dollar Konto mit der Möglichkeit 25 Lots zu traden, die wir natürlich nicht traden werden. Wichtig ist jetzt eigentlich nur zu klären, wie geht man jetzt mit diesen 6.000 Dollar richtig um, weil de facto ist es jetzt ein 6.000 Dollar Konto. Wir haben zwar die Möglichkeit 25 Kontrakte zu traden, aber das wäre natürlich absolut fahrlässig. Das machen manche solche Kamikaze-Aktionen, wo man einfach all-in reingeht. Und das größte Problem bei den meisten ist jetzt nicht nur bei der Prüfung, sondern auch generell im Trading, wie sie sich um ihre Verluste kümmern, beziehungsweise wie die Verluste gemanagt werden, denn die werden de facto gar nicht gemanagt. Und das ist eigentlich das A und O, dass man sich um seine Verluste gut kümmern kann, denn ihr wisst selber, wie es ist, wenn man mal 20, 30, 40 Prozent vom Trading-Konto verloren hat, dann hat man diesen Drang, das Konto wieder auf den Punkt zu bringen, wo es halt davor war, und geht noch höhere Risiken ein, verdoppelt seine Size und was weiß ich noch was alles. Das darf gar nicht sein.
Und viele schaffen es doch sehr erfolgreich mit einem Fill-or-Kill-Ansatz, die Prüfung zu bestehen. Das bedeutet, man definiert ein ganz klares maximales Risiko pro Trade, hat ein ganz klar definiertes Ziel, meist das Zwei- oder das Dreifache davon. Und ich würde jetzt so ähnlich an den Ansatz herangehen, dass ich einfach sage, okay, wir haben jetzt $6,000 zur Verfügung. Ich, weil ich mir relativ sicher in meinem Trading bin, gehe auch etwas mehr Risiko ein. Ich möchte auch vorankommen. Ich möchte jetzt nicht 3 Monate in dieser Prüfung sitzen, sondern möchte mal vielleicht jetzt in den nächsten 5 bis 10, vielleicht 15, spätestens 15 Tagen dann auch mit der Prüfung durch sein. Deswegen würde ich jetzt mal mit einem Risikomanagement rangehen, dass ich sage, okay, wir haben jetzt diese $6,000. Die $6,000, die teile ich einfach durch 10. Dann hätten wir im Endeffekt 10 Möglichkeiten, $600 zu verlieren. Und wenn wir jetzt mal 10 Mal auf die Mütze bekommen würden hintereinander, wäre das Konto platt. Aber wenn du 10 Mal hintereinander auf die Mütze bekommst, dann hast du sowieso nichts im Trading verloren, dann bist du da noch nicht wirklich fit drin. Und versuchen möglichst mit einem etwas positiveren CRV als jetzt 1:1 die Prüfung aufzubauen. Und wenn wir $600 riskieren, dann wollen wir auch mindestens $600 pro Trade reinholen, beziehungsweise auch gerne dann mehr. Jetzt haben wir definiert, wie viel Dollar wir maximal pro Trade riskieren möchten. Und da ist jetzt auch ganz, ganz wichtig, wie machen wir denn die Lot Size fest? Also die Lot Size, wir sagen jetzt nicht, wir gehen jetzt jeden Trade mit 2 oder 4 oder 10 Kontrakten rein. Das ist absolut, das kann man nicht pauschalisieren, weil wir haben uns jetzt auf einen festen Betrag pro Trade pauschalisiert. Diesen haben wir pauschalisiert. Und an diesen Betrag müssen wir jetzt auch unsere Sizes anpassen, unseren Stop anpassen. Denn am Ende richtet sich die Sizes nur noch an den Stop. Und wenn wir jetzt beispielsweise sehen, wir haben einen Nasdaq-Trade, einen potenziellen Nasdaq-Trade, wir haben beispielsweise jetzt immer 60 Ticks genommen, Stop-Loss, mit 4 Kontrakten und wir sehen einfach, der holt die 60 Ticks immer wieder viel zu schnell. Das ist jetzt so eine Situation, die kann sich noch entwickeln, aber der Vorteil ist relativ klar, wir brauchen einfach einen etwas größeren Stop. Dann sagen wir, alles klar, wir maximieren, also verdoppeln die Ticks, den Stop-Loss in Ticks, sprich auf 120, halbieren aber dafür die Kontrakte, dass das Risiko natürlich immer gleich bleibt. Und danach richten wir uns. Wenn wir jetzt einen Stop-Loss von, sagen wir, 80 Ticks haben, dann berechnen wir im Endeffekt auf Basis der 80 Ticks, wie viele Lots dürfen wir maximal traden, um diese $600 nicht zu überschreiten, wenn wir denn mit diesem Trade ausgestoppt werden. Ja, wenn diese 80 Ticks gestoppt, rausgeholt werden, dürfen wir nicht über diese $600 kommen. Und danach richtet sich jetzt auch immer unser Stop. Gut, ich würde sagen, nach diesem Prozedere gehen wir jetzt mal vor. Wir halten möglichst unsere $600 jetzt ein und versuchen mit der Summe pro Trade dann immer wieder 600, 1000, 1200 dann pro Trade auch mitzunehmen. Aber versuchen dann, wie gesagt, diese $600 möglichst nicht zu überschreiten. Denn die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering, dass man 10 Dinger hintereinander auf die Mütze bekommt. Man baut ja natürlich auch durch seine Gewinntrades, die man anfährt, wieder ein bisschen was oder holt ein bisschen was raus von seinen Verlusten, die man dann in dieser Reihe reinholt. Und dann würde ich sagen, haben wir das geklärt und sehen uns am Markt wieder. Bis gleich. So, ich kommentiere noch einmal ganz kurz die Anfangssituation hier vom Trading, wo man sehen konnte, dass ich jetzt erstmal eine ATM-Strategie eingestellt habe mit einem Stop-Loss von 60 Ticks, aufgrund dessen, dass wir uns darauf geeinigt haben, mit $600 maximalem Risiko pro Trade zu arbeiten. 60 Ticks, beziehungsweise mit 2 Kontrakten, da kommen wir genau hin. Ich habe einen Take-Profit von 250 Ticks gewählt, dass wenn er mal zündet, dass er auch mal die 250 Ticks holt, aber ich eher davon ausgegangen bin, dass wir jetzt mal eher manuell rausgehen werden, aufgrund dessen, dass wir in einer Range handeln und nach wie vor in einer Range immer wieder kumulieren, habe ich die Gewinne immer manuell realisiert und dementsprechend einen etwas unrealistischeren Take-Profit genommen und den Markt so ein bisschen wirken lassen, mich dem Markt angepasst. Und was man jetzt hier sehen kann, ist auch, dass ich immer am Anfang mit 2 Kontrakten rein bin, über eine Limit-Order, ganz wichtig. Ich scalpe hier mit der Limit-Order bzw. mit einer Buy-Stop-Order. Und da ist die Strategie immer mit 2 Kontrakten rein. Und sobald der Trade anläuft, baue ich die Position ein kleines bisschen auf, verdopple sie und gehe mit 2 weiteren Kontrakten rein. Und das mache ich jetzt hier erstmal und scalpe im Endeffekt diese Range
In dem Sinne, viel Spaß. Man sieht leider nicht alles von meinem Bildschirm. Mein Bildschirm ist relativ groß und das ist jetzt nur ein kleiner Teil. Deswegen hat man da jetzt nicht die beste Übersicht in diesem kleinen Abschnitt. Aber ich hoffe, ihr könnt dennoch ein bisschen was erkennen. Ziemlichen Kumulationsphase, wie man sehen kann. Aber den nehmen wir jetzt nochmal mit. Jetzt kommt langsam wieder Momentum rein. Ja, und gerade diese Kumulationsphasen, die sitze ich immer wieder aus, bis der Markt wieder zündet. Und jetzt so langsam, wir sehen, dass der S&P ziemlich stark vorläuft. Ja, Richtung Tageshoch. Kommt aber wie gesagt aus einer Kumulation hier nicht raus. Das ist diese Sammelzone, die ich hier eingezeichnet hatte vor dem Cash Open. Das ist aktuell sehr mühsam. Aber wir bleiben zuversichtlich. Der wird gleich durchziehen nach oben. Wie sieht's aus, Jungs? Wie war euer Opening? 230 vorne. So, lassen ihn auf jeden Fall jetzt laufen. 170 Ticks, 1700. So, dadurch, dass wir jetzt wieder am POC am Kumulieren sind, immer wieder zurückgezogen sind, im Hauptvolumencluster sind, sichern wir ab. Also wir sind jetzt bei 3300. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch schon mal Break, damit das Ganze nicht zu schnell ein Ende hat. Also fast ein, ja, mehr als ein Fünftel haben wir jetzt schon mal vom Konto drin. Ja, ich würde es jetzt mal gut sein lassen. Ich gehe jetzt gleich nochmal in die Session mit meinem Eigenkapitalhandel rein. Wenn gleich die ganzen großen Ausbrüche kommen. In der Kumulation wird es jetzt gerade nicht so interessant. Also ich meine, 4 Trades haben wir jetzt gemacht. Das gucken wir uns auch nochmal ganz kurz hier in der Analytics an. Ein Verlust-Trade, da habe ich mich geärgert, da bin ich ein klein wenig nicht emotional geworden, sondern ungeduldig geworden, dass ich da praktisch direkt rein bin, obwohl ich die ganze Zeit mich über die Limits einstoppen lassen habe. So, wir gehen mal in das Trading-Logbuch. So, da ziehen wir erstmal die ganzen Orders raus, die wir heute ja ausgeführt haben. Lassen ja immer automatisiert verbinden. Jetzt müssen wir noch mal kurz feinjustieren, denn die gehören zusammen. Das ist ein Trade gewesen. Die lassen wir mal verbinden. Die gehören zusammen. Und ansonsten, ja, das war's. 5 Trades haben wir an der Zahl gehabt. Ein Verlust-Trade, der hat mich tatsächlich gut aufgeregt. Aber wie wir sehen können, haben wir bis jetzt eine gute Trefferquote und auch weit über ein CRV von 1:1 realisieren können, bis auf den einen hier oben, den habe ich vorzeitig geschlossen, weil bei mir ist es so, ich achte sehr, sehr stark darauf, vor allem im Opening, wie lange dauert der Trade an, ja, wie lange dauert er an und vor allem, was passiert da. Und wenn die Handelsfrequenz relativ hoch ist, aber in einer Kumulation ist, und ich sehe, dass das Momentum jetzt definitiv erstmal fern bleibt, weil wir halt wieder in der Clusterbildung sind, dann gehe ich direkt wieder raus und warte wieder auf die Imbalance aus dieser Kumulation. Und das war hier der eine Trade, wo ich dann mit 130 raus bin, mit 13 Ticks. Dann würde ich sagen,
Gut, Setups haben wir jetzt gerade nicht definiert, das müssen wir nochmal definieren. Stop-Loss machen wir auch nochmal rein. 60, 60, 60, 60. Also da machen wir nochmal über 250 rein. Und ein Setup, wie gesagt, habe ich gerade nicht drin. Würde man jetzt auch nochmal unter einer Öffnungsstrategie oder dem Scalping unterordnen. Und dann importieren wir das Ganze und sehen auch schon 3280. 3280 passt perfekt. Und ja, gehen noch kurz in die Analyse, in die Auswertung, in die heutige Tagesauswertung. Und da sehen wir doch ganz gut 1,3%. Trefferquote von 80%. Durchschnittliche Haltedauer 45 Sekunden. Ja, Gebühren müssten wir nochmal dazu rechnen. Die müssen wir gleich nochmal einstellen. Und ja, ansonsten war das schon mal doch eine echt gute erste Session. 3280 von 15.000. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon den ersten Break und dann schalten wir ein in den nächsten Part bzw. im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis bald.